Damit willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich heiße Krischer und heute zocken wir Tesla Grad 2. Tesla Grad. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Aber ja, das ist der zweite Teil vom 2013 erschienenen Tesla Grad. Ein Puzzle-Adventure bzw. ein Action-Adventure in 2D. Und ja, es ist von Rain Games. Beziehungsweise von Modus Games ist der Herausgeber. So, dann starten wir mal direkt rein. Es gab auch vom ersten Teil, habe ich gesehen, in diesem Jahr noch ein Remastered. Weiß zwar nicht warum, weil der erste Teil sieht immer noch gut aus. Der ist von 2013. Und der Teil, der zweite Teil, der ist jetzt am 19. April rausgekommen. Es ist schon ein paar Monate alt, aber ist noch von diesem Jahr. Okay, also wir wurden überfallen von irgendwelchen Luftpiraten. Ich kann jetzt leider nicht viel zum ersten Teil sagen, also eigentlich gar nicht, weil ich den ersten nie gespielt habe. Aber ich fand den Grafikstil und allgemein den Artstyle fand ich sehr interessant und habe deswegen einen Key beim Entwickler nachgefragt und er hat mir dann auch einen gegeben. So, okay. Sehr interessante Kameraperspektiven. Ah, okay, da ist das Bild nochmal. Oh, jetzt fliegt das weg. Also wir können springen und das war's bis jetzt. Okay, was war das jetzt? Oh, okay, wir haben unseren zweiten Schuh wieder gefunden. Oh, okay, jetzt haben wir einen Dash. Ah ja. Okay, also naja, eher ein Blink und kein Dash. Okay. Immer noch über uns drüber oder was? Hä? Kann ich jetzt gar nicht ganz, kann ich da nicht. Hä? Wie soll ich denn die jetzt fighten? Okay. Also ich muss vor denen erstmal weglaufen, wenn ich das richtig verstehe. Oder mich verstecken. Je nachdem. Sehen die mich hier? Nee. Okay. Ich finde es sehr, sehr cool, dass obwohl das eigentlich das, was ich gestern bei Stronghold Definitive Edition, wo ich da gemeckert habe, dass halt die Bäume mit anderen FPS sich abspielen als die Charaktere, die rumlaufen, sage ich mal, also die Arbeiter. Aber hier ist das genau richtig, also das passt so richtig. Also man sieht ja, die Haare bewegen sich ja so ein bisschen langsamer. Also das ist wie so ein Slow Motion gefühlt, halt mit weniger FPS, gehe ich mal davon aus. Und das erinnert mich an ein bisschen an, oh Gott. Okay, also ich kann nicht wirklich sterben anscheinend, also durchfallen zumindest. Gott, welches Spiel erinnert mich das gerade? Quatsch, das nicht an ein Spiel. Sondern das erinnert mich an Spider-Man. Spider-Man Into the Multiverse. Wo halt mit verschiedenen FPS gespielt worden ist. Bei der Aufnahme. So, das ist nur ein Slide. Ich habe jetzt nicht genau geguckt, was auf dem Bild stand. Genau, das erinnert mich ein bisschen an Spider-Man. Den Trickfilm. Into the Multiverse. Weil da halt der Film mit. Okay, und jetzt? Folgen die mir? Du Scheiße. Ja, ich habe ja nichts zum. Kommen die hier hoch? Oh,
Okay, die kommen hier hoch. Ach du Scheiße. Ich meine, die Viecher sehen ja niedlich aus, aber die haben irgendwie, sehen so aus, als ob die mich mit einem Happen aufessen würden. Ach du Scheiße. Und jetzt? Warte mal. Ah, nee, stimmt. Eigentlich könnte ich es ja so machen. Hier runtersliden. Jetzt kommen die her. Kann ich andocken. Gucken wir uns das mal an, ob da noch irgendwas war. Irgendwie macht es keinen Sinn, dass ich hier hinlaufe. Und hier ist nichts, oder? Macht das Sinn? Nee, irgendwie nicht. Warte mal, ich glaube, ich konnte nur noch weiterlaufen. Probieren das jetzt nochmal. Nee, da gibt's nichts. Da gibt's nichts. Okay. Ja, das irgendwie nicht. Hat das dann für einen Sinn, dass ich hierher laufe? Gut, wir gucken uns mal noch ein bisschen um in der Höhle. Ich meine, ich habe eh keine andere Wahl. Würde ich jetzt. Ach so, scheiße. Die verfolgen mich gar nicht mehr. Okay. Na gut, dann gucken wir uns mal hier um. So, hier nach rechts sind wir noch nicht gelaufen, ne? Nee. Ah, okay, wir können hier theoretisch durch. Okay, aber wir gucken uns erstmal noch unten. Na? Okay. Nee, aber nach unten kann ich nicht da. Ich kann nur nach unten gucken. Irgendwie, es macht ja keinen Sinn, dass hier diese Ranken, dass sie nach unten gehen. Nee, da ist ja nur Wasser. Was ist mit diesem Eimer da oben? Nee, mit dem kann ich auch nichts anfangen. Okay, gut, ich überlege ein bisschen zu viel anscheinend. Wir gehen einfach weiter. Oh, fuck. War, glaube ich, falsch. Ja. Ja, okay, ich bin tot. Das heißt, ich muss wirklich hier die ganze Zeit mit meinem Dash landen. Sonst komme ich nicht weiter. Okay. Hieß noch die ganze Zeit auf mich, die Wichser. Mit euch falsch. Alter. Fand euch mal bitte. What? Okay. Also Musik und Artstyle ist halt einfach 10 von 10 gefühlt. Galoon. Ah ja, und jetzt? Jetzt bin ich im Arsch. Oder der Typ hilft mir. Alter. Okay. Der hat ihn einfach zerberstet. Finde ich ja cool. Ist das Galoon? Ist das der Typ, der mir gerade geholfen hat? Kann ich schwimmen? Ja. Kann schwimmen. Okay, das sieht halt super lustig aus. Das ist so wie so eine. Wenn ich im Wasser bin, sieht das halt wie. Richtig cool, dass der Charakter halt im Wasser nicht. Wie zum Beispiel, was ich bei Mario oder sowas normal im Wasser aussieht, sage ich jetzt mal. Also wenn man außerhalb vom Wasser ist, sondern das Wasser bricht sozusagen das Licht. Und dadurch sieht der Charakter sozusagen verschwommen aus, beziehungsweise bewegt sich mit der Welle mit. Also als ob ich wirklich auf echtes Wasser gucken würde. Das ist ein super kleines Detail, aber mega gut gemacht. Respekt an Entwickler. Habe ich so, glaube ich, noch nie gesehen. Schöne Sache. Hä? Ja, jetzt. Hä? Was denn? Komme ich da jetzt nicht hoch wegen dem Wasserfall?
Verstehe nicht. Ah, jetzt. Okay. Okay. Zum Fick war das denn? Bin ich tot? Nee. Ah ja. Sieht nicht gut aus. Für mich. Du Scheiße, ist das viel schnell. Ja, jetzt hatte ich einen ziemlich krassen Lag. Von 60 FPS auf 30 runtergedroppt. Aber nur ganz, ganz kurz. Das war so ein Micro-Stutter. Würde ich jetzt behaupten. Okay, jetzt bin ich tot. Weil ich falsch gelaufen bin. Ha. Ah ja. Was ich interessant fand, ich konnte... Okay, das war auch so klar. Ich konnte hier diese Lampen berühren und dachte, ich kann mit denen was anfangen. Anscheinend nicht. So, egal. Was ist das jetzt schon wieder? Okay, ich habe ein neues Kleid. Ich habe jetzt auch eine Fähigkeit. RT. Und das macht was? Okay. Also das kann ich nur aktivieren, wenn ich diese blauen Steine sehe, oder? Habe ich das jetzt falsch verstanden? Ja, also... Sonst passiert da nichts. Bin ich überfragt. So, warte mal. Kann ich dann einfach weiterfliegen? Nee. Ja, weird. Hä? Warte mal. Was? Ich bin dann magnetisch? Ah. Hä? Ich raff diese Fähigkeit nicht. Ah ja. Und hier oben kann ich jetzt stehen bleiben. Und was ist das denn abhängig? Sehe ich irgendwie nicht. Ah ja. Okay, also ich kann mich auch hier festhalten. Aber an der Decke ja anscheinend nicht. Ha. Warte mal. Oben ist ja sowas Rotes. Das heißt, kann ich mich da vielleicht festhalten? Ah ja, okay, also doch. Okay. Ah ja. Also an roten und blauen Kristallen oder was auch immer das sein soll, kann ich mich festhalten? Oh. Ach so, und das sieht dann auch anders aus. Ha. Also wenn ich rot leuchte... Dann halte ich mich an blauen Dingen fest. Wenn ich blau leuchte, halte ich mich an... Warte mal, so, jetzt leuchte ich ja blau. Hier, so. Also der zieht mich nur
Also das hab ich schon richtig verstanden anscheinend. Wenn ich blau leuchte, kann ich nur an roten Sachen... Mein Gott, ist die Musik laut geworden. So. So, gehen wir mal back. Wenn das jetzt gehen würde. Hä? Ja. Zurück bitte. Die Musik nur noch arschlaut. So, das heißt hier. Ja, komm, entspann dich. So. Ach so, jetzt raff ich das erst. Das heißt, blau und blau funktioniert. Das funktioniert einfach wie ein Magnet. Das heißt, wenn ich gerade das Blau habe, stöße ich mich vom Blauen zurück. Also wie negatives und negatives Pol von einem Magneten. Und das Rote und Rote würde ich mich auch zurückstoßen. Aber Rot und Blau zieht sich an. Holy shit, mein Gott, alles klar. War ich glaube echt zu doof, beziehungsweise habe ein bisschen zu lange für den Scheiß gebraucht. Warte mal, wie mache ich das jetzt hier? Hier klettert die ja hoch. So, ah ja, okay, ich kann mich einfach so zurückstoßen jetzt. Das heißt, ich springe hoch, stoße mich zurück und dann mache ich B. Okay, Alter, das sind echt witzige Mechanics. Ah ja, jetzt muss ich aber hier wieder eine Mechanik anwenden anscheinend. Ich habe ja theoretisch das Blaue, also kann ich mich einfach festhalten. Okay. Es gibt vor allem keinen Fallschaden, was ich gut finde. Was sind das für Zeichnungen? Minenarbeiter, die was abbauen. Super lustig. Na, was für ein... Was für ein Game, denke ich? Ich habe sowas ähnliches schon mal gespielt. Also mit so einem ähnlichen, mit so einer ähnlichen Mechanik. War das... Ja, das war dieser eine Plattformer, dieser Hardcore-Plattformer. Ich weiß aber nicht mehr, wie der hieß. Von einem Solo-Entwickler. Achso, ne, ich kann hier einfach weiter. Hey. Also wenn ich jetzt zurücklaufe. Ah ja, das ist der Typ, der mir geholfen hat. Okay. Ein Armband. Ach, das ist jetzt die Karte. Okay. Die Karte erinnert so ein bisschen an Dead Cells. Im Aufbau, bloß ein bisschen einfacher. Das heißt, da oben kann ich rauszoomen. Ja, ich kann rauszoomen. Was ist da? Da sind irgendein Monster und irgendeine Fähigkeit oder so, die ich freischalten kann. Karten. Was auch immer Karten sind. Ich denke mal, irgendwas, Fertigkeiten, die ich freischalten kann. Okay. Also ich kann jetzt auch zurück. Kann ich auch wieder raus? Ja. Okay, das heißt theoretisch kann ich die Map frei erkunden. Vielleicht hätte ich auch... wenn ich... Okay, genauso. Genauso wollte ich das. Ah ja. Und wo sind wir jetzt? Ah ja, wir gehen sozusagen dahin.
Na gut, dann machen wir das mal. Na? Okay. Hoppala. Okay. Hä? So kann ich das jetzt hier nicht machen? Okay. Alter. Der Wasserfall ist voll nervig. Der drückt mich nach unten. Nein, das meinte ich nicht. So, genau so, das wollte ich. Aha. Okay. Okay. Ah ja. Okay, den habe ich gar nicht gesehen, den Typen. Wie soll ich denn jetzt da durchkommen? Ach so. Okay. Oh mein Gott. Hä? Okay, egal. Hat funktioniert irgendwie. Aua. Okay. Au. Okay. Das, machen wir jetzt nicht. Wie? Ja. Kommt er hier hoch? Nee, der kommt nicht hier hoch. Guck mal, er schläft doch im Rücken. Aua. Das funktioniert auch nicht. Aber diesen Dash, den kann ich ja nur nach links und nach rechts machen. Ich kann den nicht nach oben und nach unten machen. Oh Gott. Ich bin einfach stehen geblieben, warum auch immer. Okay. Okay. Alter, wirklich? Ich komme da aber nicht. Ich bin gerade echt überfragt. Aua. Ich habe überlegt, ob ich, wenn ich dann abspringe und dann den Dash mache, dass ich durch den Dash irgendwie nach oben katapultiert werde. Aber ich glaube, das habe ich auch schon ausprobiert, oder? Ja, also, nee, das funktioniert nicht. Also der Dash, der ist wirklich nur nach in die Richtung, in die du guckst. Und sobald das hier ab ist, kannst du den nochmal benutzen. Sobald dieser zweite Blitz, sage ich jetzt mal,
auf deinem Körper war. Kannst du das Ding wieder benutzen? Irgendwas... Oh mein Gott, war das doof. Irgendwas übersehe ich, aber ich weiß nicht was. Ich meine eindeutig, sonst würde ich ja weiterkommen. Mich jetzt irgendwie noch rum. Warte mal. Nee, das macht auch keinen Sinn. Ich muss mich auf jeden Fall da oben festhalten. Ja, genau das. Das habe ich, glaube ich, ganz am Anfang schon ausprobiert. Dass ich da irgendwie durchdasche. Was anderes gibt es hier auch nicht. Hm. Das Einzige, was ich jetzt noch überlegt habe, ist, dass ich das Vieh irgendwie dazu benutze, das zu überqueren. Nervig. Okay. Da. Was für eine Reichweite diese kleine Monster hat. Hä? Dein Ernst? Warte mal, jetzt hat's doch funktioniert fast, oder? Das heißt, ich musste einfach... Oh, ich musste das einfach im Laufen machen. So. Ja, okay. Das war super dämlich. Aber gut, ja, wir wissen zumindest, wie man jetzt weiterkommt. Zum Glück. Oder auch nicht. Eigentlich bin ich einfach nur gelaufen, ne? Und durch das Momentum konnte ich da einfach weiter. Oder ich habe einfach nicht losgelassen. Warte mal. Okay, so auf jeden Fall nicht. Nee, ich glaube, ich muss es festhalten. Ja, ich muss das festhalten. Was? What the fuck ist gerade passiert? So, warte mal. Ich nehme das hier. Jetzt halte ich mich hier fest. Hä? Jetzt renne ich. Bin ich jetzt da runtergefallen? Will ich nicht. Was ich halt vor allem komisch finde, ist, wenn ich diese blaue Form habe, muss ich die Taste festhalten. Aber wenn ich die rote Form habe, muss ich die nicht festhalten. Darf ich gerade nicht. Warum verändert er die Farbe von meiner Fähigkeit, während ich dort bin? Okay, egal. Hat funktioniert. Weiter geht's. Ja, das ist irgendwie... Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Oh, scheiße. Ja, es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Hä? Hätte jetzt funktionieren müssen. Was? Ich muss das schon anhaben, okay. Was? Verstehe nicht. Wieso geht denn der runter? Darf ich irgendwie nicht.
ungefähr jetzt. Hä, was ist das? Ach so. Na toll, hahaha. Okay, wo sind wir jetzt? Okay, also wir gehen langsam zu dem Typen dann nach da oben. Diesem Monster. Was geht denn jetzt? Na toll. Und jetzt? Yeah. Ah ja, okay. Mir jetzt hinterher. Das. Ah ja, das gucken wir jetzt zu. So was? RB? Kann ich's aufheben? Wow, 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 wow. Home your tits und so. Gefallen wegen den Viechern. Brauche ich das zweite? Warte mal. Beide muss ich bestimmt mitnehmen. Nee, wenn ich die Fähigkeit aktiviere, dann... Was habe ich den denn überhaupt da unten gebraucht? Die Viecher aber gehen nicht kaputt. Ja, ganz toll. Ah ne, okay, die gehen langsam. War echt eine beschissene Schwimmerin, muss man sagen, ne? Okay. Warum habe ich diese Cubes dann jetzt gedruckt? Oh mein Gott, Alter, kannst du mich mal bitte nicht so erschrecken? Home your tits, ey. Hä? Holen wir diese Cubes. Okay, das war jetzt nicht mein Plan. Okay, also diesmal brauche ich die anscheinend. Verdammte Scheiße, falsche Taste. Dann nehme ich noch den zweiten von mir aus mit. Verdammt. Okay. Meine Fresse. Komm hoch jetzt. What? Machen wir es halt so. Man kann die auch schmeißen. Das ist natürlich cool. So. Funktioniert irgendwie nicht. Nee.
stacken wir die mal. Oh, Scheiße. So losgelassen. Ich hab die eigentlich nicht geschmissen. Meistens tut man sie eigentlich mit. Ja. B. Verdammt. Hä? Halt ich doch fest. Nee, so wollte ich das jetzt eigentlich nicht. Kann ich jetzt nicht da hoch? Darf ich irgendwie nicht. Funktioniert. Frage, ob ich das überhaupt noch. Die macht mich fertig, Alter. Hätte ich noch einen Herzinfarkt. So. Okay. Hä? Was ist das? Sieht irgendwie nicht gut aus. Ne, wir sind ja gleich da. Okay. Fallen wir runter. Schmeißen wir das Ding. Ich will gegen das Vieh kämpfen. Na, komm ran. So, geht jetzt nochmal da hoch. Bam. Komm her. Bam. Oh, okay, wir haben's. Okay. Können wir schwimmen? Haben wir jetzt einen neuen Anzug oder was? Oder eine weitere Fähigkeit? Ah, eine Rüstung. Irgendwas mit X. Nee. Oha, meine Fresse. Ja. Das, so kann man sich ruhig mal durchs Wasser bewegen. Das ist ja geil. So, und wir müssen... hoch. Boah, sagen wir jetzt nicht, dass ich diesen Scheißweg wieder zurücklaufen muss. Das wird richtig dumm. Nee, warte mal, aber ich kann... Ah, genau das. Oh mein Gott, ist das fett. Holy shit, das ist ja super lustig. Wo kommen die Viecher denn her? Ich hab mal sowas von gar nicht gesehen. Hier noch irgendwas? Was ist das? Wo bin ich da jetzt? Ah ja. Aber was gibt's hier? Ah stimmt, ich kann ja jetzt einen Wasserfall hoch. Ah. Okay. Alter. Ist halt auch lustig. Okay, und hier kann ich hoch. Nicht dahin. Okay. Nach oben. Nach oben und dann X. Ah, nee, da ist ja was, was mich stört. Hier ist irgendwas. Was ist das? Okay, ich nichts verstehen. Weiß nicht, wie ich dies. Nee, warte mal. Kann ich an dem Stein nicht einfach vorbei? Nee, das habe ich ja gerade ausprobiert, ne? Nee, das geht nicht. Warte mal, kann ich von Wasserfall zu Wasserfall? Ah, oh mein Gott. Ja, das funktioniert tatsächlich.
Au. Ja, das ist eine super lustige Mechanik. Aber die zu beherrschen, muss man erstmal aufhaben. Das heißt, man drückt einmal X und nach oben. Dann geht man auf den anderen Wasserfall und dann muss man nochmal X drücken, damit man diese Blinkfähigkeit benutzt. Au. Das ist wirklich sehr, sehr cool gemacht. Aber man muss sich halt dran gewöhnen, ne? Weiß ich. Fuck. Hä? So funktioniert das jetzt nicht? Oh Gott, jetzt habe ich es irgendwie hinbekommen. Ist das kompliziert? Holy fuck. So, warte mal, theoretisch. Au. Ja gut, ich habe es wieder verkackt. Das ist witzig. Zu schnell. Aha, so geht's natürlich auch. Das heißt, ich mach den hier. Mechanics, ey. Oh, nicht shit. Okay, jetzt habe ich es hinbekommen. Man muss das Momentum irgendwie mitnehmen. Genau so. Perfekt. Nee, das funktioniert irgendwie nicht. Ah, genau so. Genau so. Das ist krass. So, wir gehen langsam runter. Okay. Ja, wir gehen hier runter, ne? Hä? Aber an den Seilen können wir uns ja noch nicht festhalten. Wow! Okay, Alter. Das wird ja immer krasser. What the? Also, ich bin... Wow. Kein Scheiß. Also wirklich wow. What the... Also, ich bin wirklich baff. Das sind so, so coole Spielmechanics. Also noch in keinem Plattformer. Gut. Ich habe Hollow Knight nicht gespielt, aber ich weiß, wie es aussieht. Da gibt es auch sehr schöne Mechanics und allgemein sieht das Spiel sehr schön aus. Aber mit einer Fähigkeit drei verschiedene sozusagen nicht Gegenstände, sondern Oberflächen benutzen zu können. Ich kann jetzt sozusagen in der Luft dashen, im Wasser dashen und am Seil entlang dashen. Geht das auch hier? Ne, das geht nicht hier. Ich dachte, ich kann das jetzt hier auf der Brücke machen. Also ich bin fasziniert von diesem Spiel. Wirklich.
Okay. So. Was ist das? Hoppala, ich bin runtergefallen. So, ich bin hier wieder. Ah, hier waren wir ja schon. Okay, wir sind wieder am Anfangspunkt. Aber da geht es anscheinend auch noch weiter. Oder sieht das nur so aus? Wir könnten ja theoretisch nochmal hoch. Nein! Oh, das ist cool, dass man das auch... Okay. Weil da war ja noch ein Seil, wo wir theoretisch hochkommen könnten. Da oben ist irgendwas zum Aufheben. Die Frage ist, wie wir überhaupt da hochkommen. Ja nicht. Ha. Also das Ding können... Oder müssten wir aufheben? Aber ich komme da nicht hoch. Ha. Kann ich das Momentum nutzen, um von dem Seil zu springen? Ja, das probieren wir jetzt aus. Glaubt zwar nicht, aber... Oh, oh. Okay, egal. Nicht so schlimm. Gibt ja keinen Fallschaden. Jetzt probieren wir es einmal aus. Warte mal, war da unten noch irgendwas? Ne, das ist nur eine Lampe. Ah, hier ist irgendwas. Das ist genau so ein Teil. Eine Batterie oder? Ne, da steht. Was ist da ein Omega-Zeichen? Keine Ahnung. Okay, so, probieren wir das nochmal aus. Ah, nee, warte mal. Nee, das funktioniert nicht. Oder ich mach's falsch, ich weiß es nicht. Okay, was? Ich dachte, wir können in diesem Rohr auch irgendwie entlang. Aber anscheinend noch nicht. Oder vielleicht später. Ah, hier ist auch so ein Teil. So, das sind hier diese Karten. Die bringen aber nichts, denke ich mal, oder? Bisher? Wie auch immer. Wenn wir was, wenigstens was ist. Okay. Irgendwie... Nee, komisch. Vielleicht schalten wir das später frei, dass wir durch solche Röhren auch durchgehen können. Gucken wir mal. Oh, okay. Gibt uns jetzt noch was? Aua. Ah ja. Ah, okay, da zeigt uns sozusagen, wo der nächste Boss ist. Sieht irgendwie schmerzhaft aus, aber ist es anscheinend nicht. Da ist der nächste Boss und die nächste Fähigkeit sozusagen, die wir freischalten. Okay, aber ich würde sagen, das reicht das mal. Wir gehen nochmal durch diese Tür hier. Irgendwo drinne. Ja, und damit würde ich sagen, gehen wir mal zum Hauptmenü zurück. Und ja, was soll ich sagen? Hä? Okay, jetzt wird an der rechten Seite, nachdem ich ein bisschen gespielt habe, anscheinend die anderen Spiele gezeigt. Vom Entwickler. Viking Chess, Road to the West. Tesla Grad Remastered, das war ja wie gesagt das Remastered von 2013. Also das Originalspiel ist von 2013, das Remastered kam dieses Jahr irgendwann in ein paar Monaten raus. Vom ersten Teil und das, wir haben ja gerade den zweiten Teil gespielt. Und Girl Genius. Ich werde mir definitiv die anderen Spiele angucken, denn, ja, wie schon gesagt, also, ich bin wirklich baff und erstaunt von diesem Spiel. Ich dachte nicht, dass hier so viele Kleinigkeiten und Puzzles und
Nicht mal Puzzles, das sind ja wie. Ja, doch, eigentlich sind das Puzzles, ja. Und vor allem die Fähigkeiten, dass man halt mit einer Fähigkeit drei verschiedene Oberflächen benutzen kann. Oder, ja, nennen wir es mal Oberflächen, Luft, Wasser und Seile. Sehr cool gemacht. Kann ich jedem nur empfehlen. Das Spiel kostet, ja gut, ist nicht wenig, ne? Sind 19,50 € bei Steam. Aber dafür, was es ist, muss ich sagen, für einen 2D-Plattformer gefällt mir sehr, sehr gut. Und mir gefällt hier wirklich alles. Also mir gefällt der Artstyle, mir gefällt die Musik. Und ich muss das ja nicht sagen. Also ich habe genug Plattformer gespielt, wo ich verzweifelt bin oder wo ich halt einfach nicht weiter wusste. Und das ist jetzt so ein Plattformer, wo der erstens, glaube ich, nie wirklich frustrieren würde. Weil man muss, glaube ich, auch nicht überall lang, wo man, also außer dass man zu den Bossen muss, denke ich mal. Aber wenn ich jetzt mir an die anderen Plattformer denke, was habe ich denn gespielt? Hier zum Beispiel Step by Step habe ich neulich gespielt. Holy, das ist absolut nichts für mich. Zu frustrierend. Dann gibt es sowas wie Koa and the Five Pirates of Mara habe ich gespielt. Das ist wieder so Kindergarten. Was halt cool war, war zum Beispiel Nocturnal oder Noroi. Genau, Noroi ist diese Hardcore-Plattform, an dem ich gedacht habe, was ich im Sommer gespielt habe. Und das waren halt wirklich zwei sehr coole Plattformer. Und das ist jetzt der dritte, den ich halt wirklich sehr, sehr mag. Deswegen Empfehlung ist raus und ja, hoffentlich hat es Spaß gemacht beim Zuschauen. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken und reingehauen.